Oh, oh. Jetzt haben wir ein großes Problem. So, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Im letzten Part haben wir diese scheiß Katze verfolgt. Jetzt haben wir endlich den Knopf. Nummer 9. Und ich bin gespannt, welche Etage wir... Oder was für ein Setting auf dieser Etage? Das Museum. Das sieht aber auch ultra klein aus wieder. Da bin ich mal gespannt. Was uns im Museum erwarten wird. Auf Etage 9. Oh, das sind Dino-Knochen. Da könnte es jetzt wild zu und her gehen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Lass mal sich hier ein bisschen umschauen. Was es hier so für Sachen gibt. Ah, cool. Na dann. Man kann den Stuhl drehen. Vielleicht falsche Richtung? Da seht ihr, wie der Boden sich bewegt? Ah. Man durfte nicht draufstehen. Und da haben wir auch den ersten Edelstein. Eine Klaue oder was auch immer das genau ist. Gehen wir erst nach links? Ja, komm. Das auch abziehen hier. Das Museum. Lol. Ah ja. Hallo? Endlich. Ist da noch ein Edelstein drin? Jawohl. Direkt der zweite. Ja gut, die Etage ist aber auch nicht groß von dem Look her. Sieht nach einer kleinen Etage aus. Leider. Das Ding kann man nicht wegreißen. Nein, leider nicht. Okay, da sollten wir wahrscheinlich beide das Ding aufmachen. Aber ich brauche ja was, um... diese ganzen Sachen aufzureißen. Brauche ich ja irgendwas. Ja, warte mal. Das ist die schwimmen her. Soll man alle killt? Okay, das waren alle. Oh, die gelben nur Geld. Gut. Okay, aber ich brauche irgendwas, um die Wände auf diese ganzen Vitrinen aufzureißen, auf jeden Fall. Warte mal. Da fehlt ein Ei, jawohl. Das habe ich sofort gesehen. Aber ist das nur Geld? Ist das nur Geld oder ist das auch noch mehr? Nur Geld. Ja gut, dann vielleicht bekommen wir später noch was, womit wir das aufreißen können. Aber fürs Erste müssen wir wohl... hier rein.
Merken wir uns auf jeden Fall, dass hier der gelbe Edelstein noch ist. Und das ist ein Toad? Sehr verdächtig. Was hat da so einen T-Rex mitten? Habt ihr das gerade gesehen? Er hat sich doch gerade bewegt. Auf jeden Fall. Er hat sich nach dem Blitz bewegt. Jetzt habe ich ein sehr ungutes Gefühl hierbei. Aber hier ist alles nichts. Ich muss den Toad da rausholen. Ja gut, dann holen wir mal den Toad da raus. Welche Farbe hat er denn? Ich habe es mir schon gedacht, der hat sich doch bewegt. Braver T-Rex. Ja, jetzt müssen wir seinen Kern zerstören. Hm. Und ich denke auch schon, dass wir einfach die Eier nehmen müssen und ihn da abballern müssen. Und jetzt hier noch ein Ei. Schnell rüber. Das andere Ei da reinwerfen. Zack. Das Gute ist, dass er sich nicht bewegen kann. So, das heißt, wir schmeißen ihm das Ei. Wir haben aber gar kein anderes. Wait, wir haben ja nur eins. Ja, wie soll ich denn das machen? Ich kann es in seine Fresse schmeißen, aber... Ich bräuchte ja wie nochmal ein Ei. Aber ich habe hier nichts. Hä? Hm, ich glaube, mit Eiern wird das wohl nichts. Ob es vielleicht auch eine andere Sache. Ja, ach nee. Aber die Felsbrocken hier kann ich ja auch nicht verwenden. Und weg kann ich ja auch nicht, ne? Okay, ja. Luigi als Speise. Hab ich mir schon überlegt. Oh, oh. Jetzt haben wir ein großes Problem. Und zwar ein ganz großes Problem. Nein. Ah! Nein, wie sieh doch an. Zack. Oh oh, oh oh, nein, nein. Zack. Oh!
Wieso triffst du nicht, Luigi? Bist du bescheppert? Also, irgendwas hast du doch geraucht gehabt gestern, dass du nicht triffst oder nicht anvisierst. Na endlich. Kann's doch nicht sein. Weg mit dem Skelett. Oh nein. War ja klar. So, jetzt kommst du her. Schön lange saugen und tack. Da hinten ist noch mehr Leben. Die hole ich mir mal. Und der Boss, aber so ist es einfach. Ja, moin. Komm, mach deine Stampfattacke. So. Zack. Und jetzt rein in die Angel mit dir. Krieg ich dich auf 80? Nein. Er braucht immer 3 Züge. Leider. Wäre schon crazy gewesen, hätte ich mir jetzt nochmal 30 HP abzählen können, aber nee. Okay, er macht aber direkt. Hier, es geht hier direkt los zur Sache. Ich kann ihn nicht angreifen, wenn ich getroffen werde. Wie lächerlich. Lost. Okay. So. Aus. Die Maus, mein Freund. Oh. Da haben wir ins Bild. Aber kein Türknopf. Naja, der blaue Tod. Ah, er hat ihn. B2. B2. Und so wie ich weiß, ist das... oder fliege mich... Ah, du hast wieder einen weiteren Tod gerettet. Vom Midabe. Bringen wir ihn schnell zum Aufzug. Den Edelstein holen wir uns später dann. Ich weiß auch gar nicht, was ich werfen könnte. Oder warte mal. Ja, das geht so. Hey! Bleib stehen hier! Komm jetzt ran hier! Verdammt! Ey, Junge! Na endlich! Was bist du für ein... Pisser. Und hier ist ein weiterer Edelstein auf jeden Fall. So. Gut.
Weil wenn wir mit Toad alles aufbrechen können, dann verschwinden wir doch noch nicht. Denn dann können wir uns den zweiten Edelstein auch noch holen. Zack. Uns fehlen noch zwei. Wo sollen die denn sein? Ich habe keine Ahnung. Hier ist noch Geld. Komm her. Bam. Aber hier müssen noch zwei sein, auf der ganzen Etage. Das kann doch gar nicht sein. Außer hier ist wirklich also was Unsichtbares oder sowas. Kann doch nicht sein. Na dann, komm mit, Todd. Komm. Wir gehen nach Hause. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo die letzten zwei Edelsteine sein sollen. Die ist sauer. Dun, dun, dun. Hallo? Nun denn, Luigi. Jetzt fehlen noch Amadratro, Peach und Mario. Die Hälfte ist geschafft. Viel Glück. Ja, richtig. Ah. Gutes Detail übrigens. Jetzt geht's weiter in B2, meiner Meinung nach. Ja. Das schlechteste Gebiet. Auf jeden Fall das schlechteste. Also, ich kann mich nur noch ein bisschen daran erinnern, aber ich wusste, dass das Untergeschoss nicht gerne hatte. Weil es, glaube ich, sehr lang gezogen war und ja, der nervt mich, glaube ich, auch. Aber was uns hier unten erwarten wird, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier, das Ganze. Und ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bei Luigi's Mansion 3. Ciao.